Zurück zur 86 plus Spielerwahl, zur ersten hier im heutigen Video. Und jetzt Daumen drücken, Freunde, heißt es. Daumen drücken, mal schauen, wer es wird. Let's go, EA, macht den... Oh. Ich meine, Gönner-Modus jetzt nicht direkt, aber wenn man hier sieht, 86er geht auf, 86er, 87er. Rettet Alisson vom Rating her auf jeden Fall noch so ein bisschen. Aber ich sag extra nur ein bisschen, weil ich sag mal, preislich ist er vielleicht die Hälfte von dem, was die SBC gekostet hat. Ich meine, ich würde sagen, der Versuch ist es auf jeden Fall wert. Der Versuch ist es wert und deshalb gehen wir auch gleich noch in mehrere rein. Vielleicht gönnt ja der ein oder andere Player-Pick. So, da ist er schon, der zweite Player-Pick. Jawohl, direkt Maguire. Was ist hier denn los? Hä? Let's go. Direkt im zweiten. Ja, wenn ich doch mal so Glück hätte. Wenn ich doch mal so Glück hätte. Aber direkt hier 180.000 Münzen jetzt auf dem Markt. GG. Stürmer 95er Maguire. Viel Spaß damit. 5 Sterne Fähigkeiten, 4 Sterne schwacher Fuß, 95er Composure. GG an dieser Stelle. Und ab zum nächsten. Mega, let's go. Ja, und da geht's weiter. Player Pick Nummer 3. Hä, was ist denn hier los? Let's go. Ah, aber auch noch 89er zum Retten. Am Ende, wie bei mir, Kimmich zumindest vom Rating so ein bisschen am Retten. Ab zum nächsten. Und der nächste Player Pick. Wir schauen rein, was drin sein kann. Er wünscht sich Götze, hat er gesagt. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wen haben wir? Ah, Freunde. Leider nichts. Leider niente. Keiner von den Shapeshiftern drin. Trotzdem ein Maguire um die Ecke gekommen. Ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck auf jeden Fall bekommen. Ich würde sagen, 86 plus Player Pick kann top, kann aber auch flop sein. Ich würde persönlich sagen, einfach mal einmal versuchen und schreibt mir dann gerne rein, wen ihr drinne hattet. Rein runter in die Kommentare und hier unten findet ihr jetzt ein weiteres Video von mir. Falls ihr noch die anderen Videos sehen wollt, ihr vielleicht die Tage verpasst habt, dann sehr, sehr gerne abchecken. Lasst gerne Liebe da, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns morgen natürlich zum 19 Uhr Content wieder. Schaltet gerne ein, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.